Also mein Erstaunen reißt einfach nicht ab, das ist furchtbar. So geil. That's true, I see. We are now backside on the moon. Station. That's a fucking bad idea. Wow. Was zur Hölle hoffen Sie hier zu finden, Arno? Etwas Großes. Something big. Bigger than us. Passen Sie auf, was Sie anfassen. Machen Sie ja nichts kaputt. Was meinen Sie, wie alt das ist? Was ist das? Ein Cockpit? Dann wäre das ein Schiff. Really? Really? Ich glaube, wir haben unsere Bezahlung gefunden. Hey, Ruhe! Was? Haben Sie Angst? Wir wetten ihn auf? Entschuldigung, Kumpel. Ruhe! Wir verschwenden unsere Zeit. Sehen Sie sich um. Marlow, das ist eine Lebensform. Das war eine Lebensform. Jetzt ist es unser Eigentum. Bergungsrecht. Wir müssen unseren Anspruch klar machen, wenn uns jemand zuvorkommt. Unser Eigentum. Dann nehmen wir, was wir können. Komm wieder. Sehen Sie nach, was es sonst noch gibt. Marlow, wir haben was gefunden. Spuren. Spuren? Als hätte jemand etwas. Nein, die kommen nicht. Aber das ist noch nicht alles. Es wird Ihnen nicht gefallen. Was dann? Die Spuren führen hierher. Der gleiche Name wie auf dem Flugschreiber. Nostromo. Jemand war schon hier. Vielleicht haben Sie das Schiff evakuiert und sind hierher gekommen. Das sehe ich selbst. Scheiße. Das mit unseren Bergungsrechten. Finden wir es raus. Ich werde das Signal finden und es ausschalten. Nicht, dass noch jemand seinen Weg hierher findet. Forster, Haste, sehen Sie sich die Höhle unten an. Was ist das? So was habe ich noch nie gesehen. Menschlich ist das nicht. Das steht fest. Räuberleiter, Ketcher. Mag da nicht rein. Na. Oh. Morgen esse ich dann. Oh, oi. Mix, ich habe das Signal gefunden. Ich werde genauer nachsehen. Meine Damen und Herren, darf ich vorstellen, der neue Warp-Antrieb. Don't touch it. Shit. What the fuck did I say? Ich habe keine Ahnung, was los ist, aber das Signal sendet nicht mehr. Marlow, das müssen Sie sich ansehen. Der Wahnsinn. Bin schon auf dem Weg.
Na, ausgeschlafen, Nicole? Na, ist schon viel weiter als der Anfang. Ich spiele schon seit 12 Stunden insgesamt. Mit einigen Stunden Pause. Ich weiß nicht, Nicole. Ich glaube auf den scheiß Planeta, wo diese scheiß Mistviecher sind. Was soll ich dir da jetzt sagen? Ich will da nicht rein. What the? Jesus, John. Das Eier verfickt noch. Nein! Ich muss aber da runter. Verfickte Eier, super! Jetzt fang die Scheiße an. Probleme haben wir jetzt sicher nicht. So viel. Ja. Breakfast for everyone. Sorry. Ich muss mehr wissen. Alles. Wo ist Ihr Schiff? Wenn wir die Kommunikationsblockade brechen können, wie lautet der Code für den Autopiloten? Wenn Sie mehr wissen wollen, müssen Sie mich hier rausholen. Auf keinen Fall, Marlow. Ach ja? Na gut, Sie wissen ja, wo ich bin. Wait. Meine Armaturen im Tech-Turm sind gerade aufgeleuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Es ist hier. Plan B. Bereithalten. Egal, was hier los ist, ich bin dabei. Okay, hier lang. Habt da was, das Sie gebrauchen könnten. Thank you.
Endlich ein Flammenwerfer. Hoffentlich funktioniert das auch. Es ist ein Tier. Tiere haben Angst vor Feuer. Ich hoffe, da haben Sie recht. Loot, loot, loot. Cave 3.0. Funny. Hast du mal Feuer? Gerne, Nico. Ich habe einen Plan, es einzufangen. Vergessen. Nehmen Sie den Transit und treffen Sie Ricardo im Systec-Turm. Ich werde von hier aus alles überwachen. Schau mich doch mal um. Wir sollten uns darüber unterhalten, was in San Cristobal vorgefallen ist. Ich verstehe, dass es eine unangenehme Situation war und dass Sie die Sache so schnell wie möglich hinter sich bringen wollen, aber ich muss sicherstellen, dass Sie nichts Unüberlegtes tun. Was ich meine ist, die Kreatur einzufangen, ohne sie zu töten. Wenn wir uns klug anstellen, könnten wir bis an unser Lebtageende ausgesorgt haben. Ich kenne die richtigen Leute, Waits. Ich kann alles einrichten. Sie werden auch nicht jünger, Waits. Sie können nicht für immer so weitermachen. Und was tun Sie, wenn Sevastopol stillgelegt ist? Sie haben meine Nummer. Ransom Ende. Verstanden. Da werden wir dann den Xula anrufen nachher. Waits, Dr. Lingard hier. Ich habe soeben die Patientin untersucht und ich habe so etwas noch nie gesehen. Es handelt sich um eine Art unbekannter Parasit. Ich habe den Namen überprüft, den sie mir gegeben haben, und niemand ist unter diesem Namen auf Sevastopol registriert. Ich glaube, sie ist vor kurzem an Bord gekommen. Wissen Sie hierüber Bescheid? Keine Ahnung, was Sinclair und seine Leute getan haben, aber das hätte während der Quarantäne bemerkt werden müssen. Wer weiß, was die sonst noch haben durchgehen lassen. Die Patientin und ihr Captain warten im Untersuchungszimmer auf mich. Kommen Sie hier runter, sofort. Ich weiß das schon so genau. Mm-hmm.